Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom City Bus Manager. In der letzten Folge ist eine zweite Linie, eine Überlernlinie noch entstanden. Vergrößere dein Liniennetz, natürlich, man kennt es, 0,1% fehlen. Daran werden wir diese Folge mal ein bisschen arbeiten. Soll erst allerdings eine Bewertung. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Deutzer Eisenbahn AG für ihren tadellosen Service bedanken. Die Busse könnten morgens etwas pünktlicher sein, aber ansonsten ist alles gut. Schon mal schön zu hören. Ja, und ich habe mich auch mal umgesehen, wie man eventuell vielleicht noch eine Linie vielleicht erstellen könnte. Also zumindest in Bezug auf Endhaltestelle, und zwar oben in Dahlum. Ist genau hier an dieser großen Kreuzung. Hier ist so eine Art Zopp, so ein bisschen in der Art, oder es wirkt auf jeden Fall wie eine sehr zentrale Haltestelle. Und an die würde ich auch gerne, wenn es geht, anknüpfen. Also das ist auf jeden Fall das eine. Die Frage ist, die ich mir jetzt hier stelle, dieser Engpass, ich befürchte, dass wir da nicht durchkommen. Wir werden es aber mal versuchen. Hier gibt es bestimmt zwei Haltestellen zufällig. Warte. Von hier aus wollen wir gerne bitte nach da. Wo schickt er uns lang? Er schickt uns hier unten lang. Das heißt, wir müssten irgendwo hier am Kanal entlang fahren. Das ist schon mal gut zu wissen. Also, wir suchen uns natürlich den Bahnhof. Fahren vom Bahnhof zur Konrad-Adenauer-Ring. Dann zum neuen Hafen. Weizenweg. Weizen, das tut bestimmt ganz gut. Beziehungsweise, ich glaube, wir könnten sogar besser. Den Weizenweg müssen wir leider auslassen. Oh, ich hätte da so gern gehalten. Marienapotheke, Meppener Straße, Friedensweg. Oberhofstraße. So wie am Ende Altenlingenbrücke. So wie Altenlingendorf. So, wir haben den Kanal passiert. Das heißt, wir suchen nun jetzt hier am besten eine gute Gelegenheit, wo wir hier eventuell halten können. Ich denke mal, wir halten hier am Feuerwehrhaus. Gut, also wenn, dann würde ich gerne, das macht die Fahrt zwar ein bisschen länger, aber hier fährst du normal nicht um den Knick. Also von daher, halten wir einmal hier. So, Holthausen, Biene. Jetzt müssen wir mal gucken, was ist welche Seite. Das wäre die hier. Gießener Straße. Müssten wir, glaube ich, vielleicht hier am besten hoch. Ist das erlaubt? Ja, das sieht gut aus. Dann fahren wir einmal hoch zum Speicherbecken. Ja, das Feuerwehrhaus löschen wir mal eben kurz raus. Weil irgendwo hier müsste es wieder sein. Ich habe mich ein bisschen bei der Route vertan. Zum Glück früh genug gemerkt. Sonst ist die Fahrzeit elendig lang. So, der Speicherbecken. Also ich sag mal so, dass ich erzähle gleich mal was zum Speicherbecken. Wir machen mal eben kurz hier die Linie jetzt bis zur Endhaltestelle eben fertig. So, Gester Dorf. Ne, dann halt mal lieber hier vorne. Gester Dorf. Fahren hier einmal rüber. Halten Polizei-Einkaufszentrum. Und am Ende, nachdem wir einmal zur Geschwister-Scholl-Schule hochgefahren sind, zum Dahlum-Zopp. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das können wir so stehen lassen. So, und ich erzähle noch mal eben kurz eine Sache zum Speicherbecken. Der Name sagt Speicherbecken. Es ist ein riesiger Wasserspeicher. Genau genommen für das Atomkraftwerk Lingen. Mittlerweile stillgelegt, aber dieses Becken wurde angelegt. Diesen Kanal, den man hier sieht, ist quasi die Ems. Das Problem ist, man wollte sich nicht auf die Ems verlassen.
Deshalb hat man vor, ja, keine Ahnung, wann das AKW gebaut wurde, dieses Speicherbecken angelegt. Entsprechend wurde das Ganze auch vom Untergrund her versiegelt, asphaltiert genau genommen. Sprich, die haben dann eine riesige Grube ausgehoben und sie waren dann am Ende mit einem Schwarzdeckenfertiger da unten drin und haben da eine einzelne riesige Asphaltdecke verlegt, dass das Wasser nicht aus dem Becken raus kann. Dass sie entsprechend für das AKW immer sichergestellt haben, sie haben genug Wasser. Ein AKW braucht nämlich immer sehr viel Wasser, um sich herunterzukühlen. Kannst dich nicht kühlen, überhitzt die Reaktoren und dann hast du ein Problem. Dann macht irgendwann Kaboom. Gut, Kaboom vielleicht jetzt noch nicht ganz, aber man ist nicht weit weg. So, das als kleiner Exkurs. Hat wahrscheinlich niemanden interessiert. Die meisten haben wahrscheinlich abgeschaltet bis dahin schon, aber egal. Das lassen wir mal so stehen. So, dann gehen wir jetzt die ganze Route wieder zurück. So, Feuerwehrhaus. Und dann hier einmal am Kanal dran lang. So, Altlingendorf, Altlingenbrücke. Oberhofstraße. Den Friedensweg. Meppener Straße. Marienapotheke. Zum neuen Hafen. Den Konrad-Adenauer-Ring. Und am Ende wieder zurück zum Zopp. So, das heißt, das ist jetzt die 200 Dalum. Und wir stellen auf genau eine Stunde. Und erzählen vielleicht noch ein bisschen den Fahrplan. Wobei, ich müsste jetzt eigentlich überlegen, eigentlich, wo ist denn Dalum? Dalum, Dalum. Das ist der Hauptzopp, Dalum, Zopp. Der fährt genau halb, fährt er ab. Lassen wir das mal so stehen. So, fährt im 1-Stunden-Intervall. Und dann geht es auch schon los bei irgendwann der nächsten Gelegenheit. Depotlinie jetzt aktivieren. So, allerdings, wir müssen noch ein paar Dinge vorbereiten. Einerseits bräuchten wir noch ein paar Spinde. Spinde, Spinde, Spinde. Wo war das nochmal? Unter Flur. Warte, die setzen wir mal eben lieber woanders hin. So, lassen wir mal erstmal so stehen. Weil, da kann ich nicht viel mit anfangen eigentlich. Mit der geringen Anzahl. So. Da kann ich schon ein bisschen eher was mit anfangen. So, Busfahrer bräuchte ich. Sie sollten nach Möglichkeit möglichst freundlich sein. Die Qualifikation, da können wir noch ein bisschen dran arbeiten am Ende. So, das heißt, wir werden gleich noch nach der Bewertung noch ein paar Busse kaufen. Die Mitarbeiter im Service Center machen den Eindruck, als ob sie keine Lust hätten, dort zu arbeiten. Ja, vielleicht. Ich kann es nicht beurteilen. So, jetzt ist die Frage. Line City M, die wären natürlich mit Sicherheit ganz interessant. Ist die Frage. Also, nach Möglichkeit wäre natürlich Überlandbus. Da würde ich mich zumindest freuen. 35 Sitzplätze, das ist natürlich auf die Stückzahl natürlich ein guter Wert. Ja, Solaris wäre günstig. Müsste man allerdings noch mit Strom gucken. Mercedes-Benz. Ja, nee.
glaube, den einzigen, den wir zum Stand jetzt haben, ist eigentlich der M47. Ich würde sagen, wir kaufen einfach noch mal 2 Stück von denen. Dann können wir, haben wir ein bisschen Spiel. So. Hätte ich jetzt dran gedacht, jetzt hier noch ich nenne es mal Designs zu erstellen, dann hätte ich jetzt gesagt, hier, bitte hier könnte ihre Werbung stehen. Muss wirklich mal dran denken, dass ich das mal mache. Weiß vielleicht schlecht, schlägt auf einmal doch noch einer drauf zu. So, und das wäre im Übrigen vom Kennzeichen her 151 und 152. Vorsichtshalber setzen wir noch eben einen Stellplatz hier hin. Einen kleinen. Sehr schön. Nur, dass wir am Ende hier auch entsprechend mitarbeiten können. So. Sydney Gomez fährt mit dem Kollegen hier. Gut, der muss sich natürlich jetzt erstmal anziehen. Wahrscheinlich kommt er ohnehin erstmal zu spät für die erste Tour. Wir werden es aber in Erfahrung bringen. Oder wie sieht denn das aus? 11.50 Uhr. Dann fährt er los. Und Abfahrt ist dann um genau 12 Uhr. Das ist ein anderer. Das ist der Pötkadika. Weg nicht gefunden. Ihr seid ein bisschen überfordert, glaube ich. Verkaufe 122 Fahrkarten. Das ist schon mal sehr gut. Zumindest ein bisschen Geld. Und am Dekorativen, da müssen wir auf jeden Fall nochmal dran arbeiten. So. Der Kollege ist on Tour. Oder steht hier zumindest schon mal. Dann müssen wir auf 12 Uhr warten. Und im Bestfall kriegen wir dann schon den Prozentsatz. Da haben wir es. 23,7% sind angeschlossen. Das ist schon mal sehr gut. So, und dann fährt der Kollege los. Wo jetzt eigentlich nochmal nach... das kann ich glaube ich nur von hier aus einsehen. Okay, der fährt um 7 Uhr los. Nur schon mal so als grobe Richtung. So, da fahren die alle los. Hier die 200 Dalung. Die ersten 9 Leute sind schon eingestiegen. Bin mal gespannt, wie sich das hier generell sich am Ende verhält. Was mit den Fahrgastzahlen? Ich denke, das wird sich auf der Größe wahrscheinlich sogar irgendwie einpendeln. Zumindest zu Beginn hin. Im späteren Verlauf muss man mal gucken. ...1965 etwas sagt dafür, dass der Bus jetzt quasi das erste Mal läuft. Ist das eigentlich schon mal nicht verkehrt. Muss ich ja auch schließlich erstmal rumsprechen, dass es eine Buslinie gibt. Ja doch. Man kann, glaube ich, gut mitarbeiten. Und natürlich ganz viele an der Schule ausgestiegen. Jetzt wird auf halb gewartet und dann geht es auch weiter. Jawohl.
Und denk mal, das wird am Ende eine ungefähr gleiche Geschichte. Oder sind es am Ende weniger Fahrgäste? Darum kümmere ich mich dann vielleicht gleich eben. Das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Ich denke mal, das wird sich irgendwo bei vielleicht zwischen 15 und 20 eventuell erstmal einpendeln. Oder einmal ganz kurz ein bisschen mehr. Im Großen und Ganzen eigentlich ganz in Ordnung. Ja, ich würde dann auch an der Stelle sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.